Manchmal schaffe ich es, manchmal nicht. Also folgendes muss ich gleich wiederholen. Wir sagen ja, dass jede Monade oder jedes Atom hat eine Monade und Submonaden, klar, so, welche dann die Teilchen sind. Und die mineralische Monade ist also, so sagt Blavatsky, eine, und die höheren Tier- und Menschenmonaden sind viele. Ja? Gut, schauen wir mal jetzt. Wir müssen das nämlich klären, meine Lieben. Die liebe Helena Petrovna Blavatsky, geleitet durch die Meister, schreibt ganz richtig. Es würde, ich sage es jetzt mal sinngemäß, es würde irreführend sein, sich vorzustellen, dass eine Monade als eine getrennte Wesenheit sich durch die verschiedenen Naturreiche kämpft und dann nach einer Serie von vielen Transmigrationen zu einem menschlichen Wesen wird. Kurz gesagt, dass die Monade eines Humboldt sozusagen zurückdatiert, das sind der Wissenschaftler, zu der Monade eines Atoms von Hornblende. Ja? Anstatt jetzt zu sagen, sagt Blavatsky, Mineralmonade, kann man auch sagen, die Monade manifestierend in dieser Form der Materie, ursprüngliche Substanz, genannt das Mineralreich. Jedes Atom oder Molekül, von der Wissenschaft so definiert, ist kein Teil von etwas, sondern animiert. Animiert durch die Monade, ganz richtig, und dazu berufen zu blühen, zu erblühen, als ein Mensch nach Äonen. Aber, sie schreibt, das ist eine konkrete Manifestation der universalen Energie, welche selbst noch nicht individualisiert ist, also eine Manifestation des großen, einen monadischen Monas, wie sie sagt, ihr wisst ja, mein Lieben, aus dem Griechischen, Monas bedeutet eins. Buch des Lichts lehrt, jedes Atom, Pflanze, Tier, von Pflanze oder Tier, ist ein Ausdruck einer Monade in sich. Gut. Nun fügt Blavatsky hinzu, dass die monadische Essenz differenziert in Mineralreich, Pflanzenreich, Tierreich, Menschenreich zu einem größeren Maße, sagt sie, im Tierreich und wird individualisiert, distinktiv im Menschenreich. Aber da sagt sie natürlich, weil viele da einen Widerspruch sehen, wie das Buch des Lichts, dass das Maß der Individualität, das wächst, je mehr wir durch die Naturreiche uns entwickeln. Wenn wir also vom Mineralreich hochkommen, bis hoch zum Menschenreich. Blavatsky sagt, dass die universale monadische Energie durch das Mineralreich manifestiert, auf seinem eigenen Plan undifferenziert ist. Das Buch des Lichts sagt, dass die mineralische Monade komponiert ist, würde ich fast sagen, von vielen individuellen monadischen Einheiten, aber die besitzen nicht diese distinktiven Individualitäten, wie zum Beispiel menschliche Monaden. Das haben die pflanzlichen, mineralischen Monaden noch nicht. Das bekommen sie erst durch Lernen. In anderen Worten, das Buch des Lichts und Blavatsky sagen eigentlich dasselbe. Ich sehe da keinen Widerspruch, aber von verschiedenen Seiten. Und Blavatsky sagt ja auch ganz klar, dass jede Zelle im menschlichen Körper seine Monade hat. So wie jede Zelle
im Tier, im Pflanzenreich und dann auch eben im sogenannten inorganischen Reich. Also wir nehmen jetzt mal das Mineralreich, denn ihr wisst ja, meine Lieben, vor der physischen Entwicklung gab es eine transparente, astrale, ja man kann sagen durchsichtige, feinstoffliche. Und der Schlüssel zu diesem nur scheinbaren Widerspruch, welches gar kein Widerspruch ist, ist, dass jede Monade beides ist, meine Lieben, eins und viele, zusammengesetzt auf vielen Untermonaden, ja, die leben ihr Leben als Teil der größeren Monade. Und darum ist natürlich nur in der physischen Welt diese Getrenntheit, Gefühl der Getrenntheit, welches übrigens an der Wurzel eines jeden Verbrechens liegt, ist zunächst einmal ganz verständlich und normal, weil die Monade sich noch nicht so auskennt. Und manifestiert sich im Mineralreich und da ist natürlich überall, da ein Stein, da ein anderer, die liegen auch alle rum, obwohl sie vibrieren und leben. Die Monade muss erstmal erkennen und wissen, wir sind alle eins. Das weiß sie da noch nicht. Und darum kann man sagen, es gibt eine individuelle Monade in jedem Atom. Und die folgt einer Analogie zwischen dem, da ist eine Analogie zwischen einem Atom und einem Solarsystem. Denn in der atomischen Monade sind auch die anderen Teilchen drin. Meine Lieben, und wenn ich sage, die Sonne ist der Kern dieses kosmischen Atoms, das wir Sonnensystem nennen, dann sind wir halt die Moleküle und die Teilchen, die sich drumherum bewegen. Es ist analog, das System im Universum funktioniert einfach und simpel. Zum Beispiel für von unserem Blickpunkt aus gesehen, sind alle Elektronen ungefähr gleich als in ihren Fähigkeiten, ja, sagt man. Aber was wir ein Elektron nennen, meine Lieben, das ist jetzt auch wichtig für die Wissenschaftler, ist an sich eine Illusion, produziert durch rapide Wiederverkörperungen, die stattfinden auf dem subatomischen Ebene, auf der subatomischen Ebene. Diese Wesenheiten, diese Monaden oder Submonaden, wie wir sie nennen wollen, welche diese Phänomene produzieren, die wir dann bezeichnen als Elektronen, ist, diese Struktur ist so komplex, bei ihren eigenen Gesetzen wie unsere ganze Erde. Und wenn man leugnet, dass jedes Elektron in sich selbst einen höheren monadischen Aspekt bereits hat, müsste man dasselbe auch für die Erde leugnen. In Wirklichkeit enthält die Monade in der Tat, meine Lieben, alles, um ein Gott zu werden. Ja, ganz egal, wo sie anfängt. Man könnte es vergleichen mit einem begabten Kind, von dem man weiß, es geht zwar morgen erst zum ersten Mal in die Schule, aber das wird mal was. Natürlich gibt es Ausnahmen und wir haben sie im Buch des Lichts benannt. Nach dem Buch des Lichts lehrt man, dass alle Wesenheiten im Mineral-, Pflanzen-, Tierreich Teil einer Gruppenseele sind. In diese Gruppenseele werden sie zurückgezogen im Tod oder im kleinen Pralaya, wie man sagen könnte, dieser individuellen Monade. Das Wesen stirbt also, wenn die Monade sich zurückzieht. Natürlich, wenn ein Mensch einen Unfall hat oder irgendwie vorzeitig, kann man jetzt mal fast sagen, der Körper stirbt, ja, dann zieht sich die Monade auch zurück. Aber sie sucht natürlich, da sie erfüllt ist von Verlangen, wir kennen den reinkarnativen Vorgang, sucht sie sich natürlich eine neue Umgebung. Fortsetzung folgt, entspricht dann dem, und dann werden Eltern mit gleichem Schwingungsgrad gesucht, wenn wir mal bei der menschlichen Monade bleiben. Aber jetzt muss man sagen, meine Lieben, ich muss immer auch mal ein Aber einwerfen. Ich habe gesagt, alle Wesenheiten in der Mineral-, Pflanzen- und Tier-, Menschen-, also mal Tierreich, Menschen nicht mehr, Tierreich,
sind Teil einer Gruppenseele, das lehrte das Buch des Lichts, in welche sie nach dem Tod sich zurückziehen. Dann stimmt das. Aber es könnte in eine falsche Richtung, in eine Denkrichtung fühlen. Ich hoffe, ich überstrapaziere nicht den Zuhörer, aber ich muss mal so im Detail auf diese Dinge kommen, weil ich manchmal mit Wissenschaftlern spreche und mit Leuten, die da sehr die Geheimlehre auswendig kennen und sagen, aber. Also gut. Schaut euch mal den Individualisationsprozess, ich kann schon kein Deutsch mehr, zu lange in Amerika gewesen, von einem Elemental, das heißt die unterste Ebene, noch unter dem Mineralreich, hoch zu einem Dhyan Chohan. Wenn wir das uns anschauen, und wenn wir bedenken, dass alle Monaden sozusagen gehören auch zu einem Weg oder einem anderen, den 7 oder 10 oder 12 Solarlogoi, also auch Strahlen nennen, 7 Strahlen. Kennt ihr die Lehre, da werden wir auch drüber sprechen. Wenn wir das bedenken, und auch bedenken, die Monaden in den niederen Reichen, sind ja viel mehr, soll ich sagen, miteinander verkettet und ungefähr gleich. Das ist ganz wichtig jetzt, was ich sage, meine Lieben. Ungefähr gleich. Noch nicht so individualisiert. Ja? Also gleich sind und nicht wie andere individualisierte Monaden in den höheren Naturreichen. Das ist die Situation, meine Lieben. In den niederen Naturreichen sind die Monaden ungefähr gleich in Schwingung. Wahlverwandtschaft, ihr kennt das Wort. Aber es wäre völlig falsch, da beziehe ich mich auf das, was ich zuvor gesagt habe, zu sagen, dass die Monade eines Tieres zum Beispiel zurücksinkt in einen Seelenozean oder in eine Gruppenseele und niemals neu hervorkommt, sondern dass eigentlich nur, sagen wir mal, aus diesem Ozean dann andere Tropfen herauskommen und die Sache wieder übernehmen. Das stimmt nicht. Dazu ist diese Monade bereits zu individualisiert. Das heißt, man kann diese Gruppenseelenlehre missverstehen, dass du sagst, alles in einen Pott und dann kommt schon wieder irgendwas raus. Nein. Das geht deshalb nicht, weil die Monade bereits individualisiert ist. Ja? Die Monade, so lehrt das Buch des Lichts, die reist durch Zeit und Raum, Raum und Zeit, immer wieder, will sich ausdrücken. Natürlich will sie auch manchmal das ausdrücken, was ihr Leid bringt. Wird sie halt lernen, dass man das so nicht machen soll. Gebranntes Kind scheut das Feuer. Aber, die Vehikel der Monade werden immer individualisierter. Ja? Andererseits ist diese Monade ein Individuum von seiner ersten Erscheinung, sogar im unteren Elementarreich, in einem Manvantara, als ein nicht selbstbewusster Gottesfunken. Darum erwähne ich das jetzt, weil viele Theosophen dieses nicht ganz verstehen. Die denken, da fällt was in eine Suppe und dann kommt da wieder was anderes aus der Suppe raus. Nein, also die Individualität der Monade ist immer da. Nur Monaden gleicher, noch nicht ganz so entwickelter Individualität tun sich zusammen, zum Beispiel Mineral, Pflanze, Tier, aber da findet schon eine immer größere Individualisation statt. Ja? Und das kann aber nur sein, weil die Monade von Anfang an individuell war. Ja. Und sie trifft sich aber in dieser anfänglichen Individualität mit anderen, die ungefähr die gleiche haben, aber eben auf einer unteren Stufe, die sich im Tier dann immer mehr differenziert.